Die INN Matrix der rentable Dreh. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INN AG und Sie schauen websitemarketing.ch. Oftmals geht man an Kampagnen oder auch Webseiten so ran, dass man sich zuerst überlegt, wie das Design ausschauen soll oder ob ich beispielsweise mit Google AdWords arbeiten soll. Dann macht man mal einen Test, merkt dann, es funktioniert nicht so richtig und legt es dann wieder zur Seite. Das hat mit der Herangehensweise zu tun und die haben wir anhand der INN Matrix, das ist eine Methode, die wir entwickelt haben, versucht aufzuzeigen und nach der arbeiten wir auch. Ich gehe kurz die ganzen Schritte durch, damit Sie sehen, was da alles dazugehört. Ich habe hier die Übersicht, gehe gerade rein ins Ziel. Welches Ziel verfolge ich mit meinem Webauftritt? Das ganz entscheidend, dass ich weiß, was die Besucher schlussendlich auf der Seite tun sollen. Ist es ein E-Shop, dann ist klar, möchte ich eine Bestellung haben. Kann aber natürlich auch eine Newsletter-Anmeldung sein oder dann, sage ich mal, im B2B-Bereich vielleicht sogar auch ein Formular, das ich möchte, dass die Kunden oder die möglichen Kunden eben ausfüllen. Hier also ganz wichtig, das Ziel definieren, auch der Zielwert und dann vielleicht sogar eine Konversion, die ich mir erhoffe, dass man die mal festlegt. Beim zweiten Schritt ist, wohin ziele ich? Da geht es mir mehr darum, mit welchen Keywords arbeite ich, aber auch wo ist die Zielgruppe. Das kann aber auch saisonal oder sogar täglich unabhängig sein, verschiedene Zeiten, beispielsweise eher am Abend im B2C-Bereich oder im B2B-Bereich, vielleicht eher tagsüber. Also welche sind die Touchpoints auch, die die Kunden oder möglichen Kunden haben. Das kann natürlich auch eine Messe sein, von der Messe her ein Besuch, den ich habe, möchte ich dann vielleicht eine E-Mail-Adresse generieren. Das muss ich mir hier beim Wohin-Zielen genau überlegen. Dann, wie messe ich? Das ist ganz entscheidend, dass ich hier ein Analyse-Tool habe, ein gutes Analyse-Tool, mit dem ich auch die ganzen Sales-Prozesse, die ganzen Funnels sauber aufgleisen kann. Dann natürlich auch Ereignisse, also klicken Leute dorthin, wo ich es gerne hätte auf meiner Webseite. Kampagnen-Tracking für externe Links, wichtig, dass ich das alles habe und ganz klar den Call to Action hier im Zentrum sehe und den sauber vermesse. Dann der Blickkontakt, das kann alles sein, angefangen von der Microsite über eine normale Webseite zu einem E-Shop, aber natürlich auch mobile Endgeräte. Da spielt natürlich dann die Usability eine ganz wesentliche Rolle, aber hier kommt natürlich auch die Technologie ins Spiel. Auf welchem CMS baue ich das Ganze auf? Da wird programmiert, da wird Software entwickelt. Das kann eben mobil sein oder ein Desktop-Gerät. Ganz egal, Hauptsache ist die Landingpage ist nachher dementsprechend, dass ich meine Leute hinten raus dann eben meinen Call to Action aufführen kann und sie was bestellen oder sich bei mir melden. Und dann geht es eigentlich erst los mit, wie Kunden ansprechen. Hier möchte ich jetzt schauen, wie ich die Besucher oder die möglichen Besucher auf meine Seite draufkriege. Und da kommen die ganzen Marketinginstrumente zum Tragen, Suchmaschinenoptimierung, AdWords, das kann aber auch Display sein, also Bannerwerbung oder Facebook-Werbung, was man heute auch macht, bis hin zu Newsletter-Marketing, Remarketing und so weiter und so fort. Da kommen die ganzen Möglichkeiten, das ganze Instrumentarium der Marketing, Online-Marketing-Möglichkeiten kommt hier zum Spielen. Dann der nächste Punkt ist, was kommt raus? Ganz entscheidend natürlich, hier erstelle ich mein Reporting. Also hier definiere ich nachher, was wurde gemessen, wie hat sich's entwickelt, habe ich die Resultate, die ich gerne haben möchte, die KPIs, stimmen die, Monitoring und Analyse, wichtig, der Report, der muss natürlich nachher passen, damit der Chef auch versteht, ob es dann hinten raus funktioniert hat und das kommt dann gleich im nächsten Punkt. Hier geht es eigentlich darum, in einem Workshop auszuarbeiten, wurden die Ziele, die man ganz vorne erreicht hat, auch wirklich erreicht, hat man die ganzen Zielwerte erreicht. Und was verbessert man nun? Wo wird optimiert? Da müssen natürlich auch strategische Entscheide gefällt werden. Das kann aber auch mal sein, dass man hier ein Ziel neu definiert oder umdefiniert. Und ganz wichtig, und das wird hier mit dieser Glühbirne gekennzeichnet, hier muss von extern müssen neue Ideen reinkommen. Brauche ich jetzt unbedingt einen Pinterest-Account oder Google Plus-Account oder reicht es, wenn ich mit Facebook weiterarbeite und so weiter? Das sind die Möglichkeiten, die es im Web gibt, die wir natürlich auch ständig verfolgen und sehen, was man neu machen kann und was man besser sein lässt. Also hier muss der Input auf jeden Fall von außen reinkommen. Und dann im letzten Schritt wieder der Blickkontakt. Hier gehe ich wieder hin und mache beispielsweise A-B-Tests. Also ich versuche dann herauszufinden, welcher Call to Action funktioniert hier
besser schaue, welche Möglichkeiten ich habe, was die Usability betrifft. Hier optimiere ich meine Seite, auch Landingpages hinsichtlich SEO oder SEA. Das sind die ganz entscheidenden Faktoren. Jetzt geht es in den Optimierungsprozess. Und dann in der letzten Phase, das ist dann eigentlich die kontinuierliche Phase, ich sage mal alle 3-4 Monate sollte man sich hier wieder zusammensetzen mit den Agenturen. Das kann auch eine Designagentur sein, eine externe Agentur, die noch dazu kommt. Das kann auch eine PR-Firma sein, die da mitreden kann, oder eine Kommunikationsagentur oder eine Werbeagentur natürlich. Das ist ganz wichtig, dass hier alle am Tisch sitzen, denn hier geht es immer wieder darum, diesen ganzen Kreislauf zu definieren und zu optimieren. Das also unsere Matrix. Den rentablen Dreh versuchen wir hier so zu erreichen. Ich hoffe, Ihr Schlüssel hat sich nur auch ein bisschen weiter drehen können. Würde mich natürlich interessieren, was Sie von dem Ganzen halten. Kommentare wie immer hier, wenn es Ihnen gefallen hat, dann können Sie es hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben website-marketing.ch geschaut.